Ja, aber das ist ja trotzdem noch was Besonderes. Jetzt habe ich aber hier, ja, sehen wir hier, du hast mehrere Flaschen hier. Ja. Wenn wir jetzt die beiden kleinen vorne nehmen, die ist einmal schwarz und weiß, ist da auch ein geschmacklicher Unterschied oder ist das einfach nur zur Deko? Also von der Grundausstattung bei dem schwarzen, bei dem Puffs, was wir jetzt auch als Logo für den Laden auf dem Grünweg genommen haben, das war eigentlich die Überlegung, wir brauchten ein Exportlogo. Und mit Puffs Brause, da haben wir massive Probleme, das schon allein dem Niederländer, dem Engländer, dem Franzosen zu kommunizieren. Damit arbeitet keiner. Also dieses Brause, das ist zu spezifisch für die deutsche Sprache. Mhm. Daher mussten wir das rausnehmen. Hätten wir jetzt Puffs nur in den Pinken genommen, da hätten wir uns den Stempel in allen englischsprachigen Bereichen direkt so gegeben, da hätten wir auch keinen Boden mehr gefunden. Und somit war natürlich die Entwicklung in die Schiene dann gegeben. Aber dann wurde auch ein bisschen mehr gespielt. Wir haben da einen etwas höheren Grundwein, qualitativ höheren Grundwein-Mix drin, also ein höheres Cuvée. Aber letztendlich qualitativ sind beide im absolut höchsten Segment, was man eigentlich haben kann. Geschmacklich, also gut, ich wage zu behaupten, dass ich die Unterschiede rausschmecke, sonst hätte ich es nicht kreiert. Aber ob es jetzt unbedingt jeder, aber auf den Messen sagen mir unglaublich viele immer, oh, das ist viel fruchtiger, das schmeckt mir besser. Also es scheint wohl einen Unterschied bei vielen zu geben, ja. Und bei der Sonderfüllung, klar, da haben wir dann das höhere Cuvée genommen, weil das war ja auch jetzt die Sonderfüllung jetzt mit dem BUND zusammen hier für Krefeld. Dann haben wir gesagt, okay, komm, dann lassen wir es in einer Phase direkt durchlaufen und ja, das passt ja auch schwarz-schwarz. Ja. So, die Sonderfüllung, da sollten wir vielleicht mal separat drauf eingehen. Ja. Die hat also ein besonderes Etikett. Krewelsch. Ja, ein krewelsches Etikett, kreiert von Bettina Liebsch, genau. Von der Kunsthandlung Steinbach, wo es auch diese anderen Plakate und Postkarten gibt. Und wie kam es da zu dieser Zusammenarbeit? Ja, Bettina und ich machen häufiger mal Dinge zusammen. Ja, wie heißt es immer so? Schon mal hat sich mal kennen und lieben gelernt und irgendwie passte da immer alles. Und dann haben wir dann letztens saßen wir beieinander und haben überlegt, was könnte man denn mal zusammen machen. Und dann diese Krefeld-Plakate war sie ja mit der zweiten Auflage gerade auf dem Markt. Und dann. Wir wollten halt irgendwas haben, wo man sowohl sozial was bewegen kann, machen kann, als auch ja, die Qualitäten von beiden Geschäftspartnern irgendwo zueinander bringen kann. Und dann war es naheliegend, okay, was ist nett, wir können Schaumwein, wir können Perlwein, Puffsbrause, Blubberwasser, wie es ja dann auch gerne alle immer sagen, ganz schön kombinieren mit diesen ganzen Krierwelsch-Trinkbegriffen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns da einfach mal die Krähe mit diesen Begriffen auf die Puffsbrauseflasche wandern und haben dann rumgestrickt, haben uns genau diese Begriffe, also diese Begriffe gibt es auch wirklich nur auf der Flasche, die sind nicht auf den Normalplakaten drauf. Ne? Es geht ja alles nur ums Trinken, um irgendwelche, ja, wirklich nur ums Trinken und um Getränke an sich. Und ja, und so hat es letztendlich am Ende des Tages dann Puffsbrause to go, wie es Bettina dann genannt hat, gegeben. Und ja, die Erlöse daraus gehen dann auch wirklich in die Aufforstung hier in der Innenstadt von Allee. Obwohl ich bin hinten übergekippt, weil ich gehört habe, wie viel ein blöder Baum hier kostet, wenn er dann mal wieder aufgeforstet werden muss. Da kippen, da ist man schon erstaunt. Also müsst ihr davon noch ein paar Flaschen verkaufen? Ja, also da war die Auflage von 5000 Stück etwas niedrig gegriffen, wenn ich mir dann am Ende des Tages anschaue, was dann das in Bäumen ausgedrückt dann wirklich ergibt. Ja, also das ist tatsächlich eine limitierte Auflage, 5000. Und es wird auch keine Neuauflage geben? Nein. Also, ja, genau. Das höre ich jetzt gerade so im Hintergrund. Die darf man gar nicht aufmachen. Das ist... Das ist übrigens auch ein ganz spannendes Thema, also jetzt abgesehen von deinem eigenen Produkt, der Puffsbrause, also diesem Schaumwein mit Zusatz, bist du ja auch Weinkenner, unterstelle ich jetzt einfach mal so, ja. Sommelier nicht, das ist ein Ausbildungsberuf, nein, das ist ein Ausbildungsberuf. Oder? Ja. Aber du bestückst ganz viele Weinmessen
Ja, Messen an sich, ja. Na, und kennst dich also sehr, sehr gut auch in diesen ganzen Weinen und Lagen und dem ganzen Kram aus. Ja. Ja, ja, definitiv. Ja, gut, die Messen sind natürlich ein ganz gutes Standbein. Immer, weil das auch für mich immer eine sehr faszinierende Materie darstellt, insofern, dass ich sehr viele Dinge auch wieder für mich lerne. Also Messe war, ich habe damals angefangen, wir haben, Puffsbrause hatte damals das Glück über die Igedo Company, also Kronen ist ja in Krefeld durchaus noch Begriff, also die große Modemesse, CPD, die ja in Düsseldorf immer lief, die jetzt immer kleiner geworden sind, jetzt gehen sie in die Böhlerwerke im Ende Januar rein. Und über die sind wir ein bisschen in diese ganze Modeschiene reingekommen. Und wenn man einmal in diesem Markt drin ist, und klar, man hat natürlich auch als BWLer ein bisschen so diese Strategien und Konzeptentwicklungen immer noch im Hinterkopf und man blickt auf so Messekonzepte vielleicht ein bisschen anders drauf. Und dann kamen natürlich immer die Getränke rein. Wir haben natürlich den großen Luxus. Wir sind jetzt nicht familiär geprägt, aus einer Weinfamilie kommend, sondern da ist ja eher genau ein anderes berufliches Background-Wissen dann hinter. Wir haben nie den Druck gehabt, dass man sich jetzt lokal hätte bewegen müssen. Und dadurch haben wir halt auch international in diesem Weinbereich ein ganz schönes Netzwerk aufbauen können, was mir natürlich im Messewesen heute enorm viel hilft. Ich mache heute beratend für, ja, die Pro Wein mache ich. Das ist natürlich weltweit das größte Ding jetzt in Bezug auf Weinmessen. Da machen wir den Sonderbereich Same But Different. Das ist eine internationale Geschichte, wo ich wirklich, das ist eine sehr schöne Geschichte für mich jetzt, weil ich darf da weltweit 10 Winzer nominieren, die mit sehr ausgefallenen entweder Marketing oder sehr interessanten Konzepten daherkommen, die Wein halt wirklich nicht nach den Regularien herstellen, sondern durchaus Grenzen überschreiten. Ob ich jetzt New Latitude Weine habe oder aus ausgefallenen Gebieten. Wir werden im März aus Syrien jemanden mit dabei haben, was natürlich heutzutage eine sehr heiße Kiste ist. Aber das ist einfach so spannend, so zu sehen, wie diese Leute unter enorm erschwerten Bedingungen versuchen, ihr Weingut irgendwie am Leben zu erhalten. Und ja, was haben wir sonst dabei gehabt? Ja, wir haben letztes Jahr, habe ich einen Bierbrauer dabei gehabt. Nee, dieses Jahr ja noch. Aus Hof, also bei Salzburg, der macht aus Wein, macht der Bier. Unter anderem haben wir ein Weinbier dabei gehabt, Cervinum. Und also Sachen, also das ist natürlich sehr, sehr viel Recherchearbeit, aber man entdeckt unglaublich spannende Projekte. Zum Beispiel, wer wüsste, das habe ich dann auch mal gelernt, man geht ja so, man wurschtelt sich da durch, die wirklich derzeit nördlichsten Weinreben der Welt stehen wo? Wer weiß es? Bitte? Grönland. Ja, fast. Also es ist wirklich oben an der russisch-norwegischen Grenze, also bei Schirkenes. Da hat der norwegische Staat hat da so einen Nationalpark. Und da haben sie gerade einen kleinen Park und diese Reben halten wirklich 1,5 Monate Dunkelheit, das macht ihnen weniger, aber minus 40 Grad aus. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Und das ist dann zwingend Eiswein. Ja, das ist dann zwingend Eiswein, ja, genau.